Habe ich vielleicht irgendwas übersehen, oder? Ich habe jetzt auch wirklich alles abgesucht. Oh. Am Ende muss ich irgendwie rumrechnen. Ah, 1976 hat er auch versucht. 1986 auch. 1966 würde ich jetzt als nächstes versuchen. Sechsundsechzig. Also doch der richtige Gedanke, den ich vorhin hatte. Es war doch der richtige Gedanke. Weil wir hatten ja hier hinten. Wir haben hier die Uhr. Oder was auch immer das war. War keine Uhr. War irgendwas anderes. Egal. Und dann 10 Jahre. Aber ich war mir nicht sicher, ob das hier am gleichen Tag passiert ist. Also ob der das hier am gleichen Tag gekauft hat. Hätte ich einfach mal 1966 probiert, Mensch. Warum habe ich es nicht gemacht? Genau. Wer A sagt, muss auch Ben sagen. Finde einen wegen Geheimtipps. Das rote Haar. War mir aber klar, dass wir das Ding nicht los sind. Es ist ein bisschen gruselig. Nein, Digital. Nein. Also ich bestreite, dass wir hier ein Horrorspiel spielen. Es ist ein total lustiges Spiel. FSK 0. Für mich schon. Für mich geht's tatsächlich. Eine Sache, mit der ich überhaupt nicht umgehen kann, sind Jumpscares und so weiter. Das hier geht. Das ist zwar gruselig, aber ich habe jetzt nicht irgendwie Angst. Sagen wir es mal so. Genau. Also Jumpscares sind für mich das Schlimmste. Ich fand Horrorfilme lustig und teilweise ist es auch wirklich lustig. Es ist vollbracht. Sie werden es nie erfahren. Sie dürfen es nie erfahren. Sie würden nicht verstehen. Sie könnten mir nicht vergeben. Aber sie sind sicher. Das ist alles, was zählt. Trennung. Das ist der einzige Weg. Ah ja. Ah ja. Was hatte der eigentlich für einen Bunker unter seinem Haus? Jetzt mal ohne Flachs. What is this place? Some sort of a fallout shelter? Ja, scheint so. Okay. Thank you.
hier noch was? Ist auf jeden Fall hoch. Ich würde gerne mal wissen, ob ich hier runter kann. Sieht so aus. The lower levels are flooded. And I'm not much of a diver. Hm. Ist in der Geisterwelt da hinten? Ja, na klar, da muss ich auch hin. Guck mal. Na? Also hier leuchtet auf jeden Fall irgendwas. Was machen? Oh Gott, oh Gott. Okay. Ahne da sowas? Ich glaube, da unten geht's weiter. Hier finden wir jetzt einen Weg, wie wir das... Die wären Energie. There, that looks like a way out. But it's half underwater. Sieht nach oben aus. Hm. Maybe I could pump out the water from here. Aber lass mich raten, jetzt ist der Strom weg und es geht nicht. Ugh. Out of juice. Because of course it is. Den Strom haben wir ja gerade ausgemacht. Pumpmechanismus, Steuerung. Erstens, Wasserstandanzeige. Misst den Wasserstand in der jeweiligen Kammer. Zweitens, Wasserflussrichtung. Ändert die Flussrichtung, startet die Wasserpumpe. Den ich noch. Nein, gibt's nicht. Hier gibt's noch einen. Beleg der Vergangenheit. Als wir zum ersten Mal über das Gelände stolperten, dachten wir, dass es sich nur um einen alten deutschen Bunker handelte. Ein paar Korridore, vielleicht ein paar alte Vorräte. Nach 2 Wochen Ausgrabung wussten wir, dass das alte Schnauzbärchen große Pläne für diesen Ort gehabt haben musste. Ein ganzes System von unterirdischen Tunneln, Stahlbetonwänden, das komplette Programm. Er wollte sich wohl einen kleinen Rückzugsort im Wald bauen, falls die ganze Sache mit deren... mit der Herrenrasse nicht klappen sollte. Die Roten taten, was sie am besten können. Sie rissen es sich unter den Nagel. Sie wollten es in einem vollwertigen Atombunker umwandeln, brachten sogar das Stromnetz zum Laufen. Aber weiter sind sie nicht gekommen, bevor der Traum von Liva in die Hose ging. Zu meinem Glück war die ganze Sache streng geheim und ich habe dafür gesorgt, dass das auch so blieb. Soweit ich weiß, starben die meisten Menschen, die davon wussten, bei dem Massaker. Ich würde es nicht gerade einen Silberstreifen nennen, aber trotzdem. Wenn etwas schief geht, haben wir einen Ort, an dem wir uns verstecken können. Ah, Strom, Strom. Habe ich jetzt eine Abkürzung geöffnet? Ja! Das ist der Eingang. Ich habe eine Abkürzung geöffnet. Bin wieder am Eingang, sagen wir es mal so. Okay. Aber könnte ich da jetzt nicht... Hier sind mega Umwege natürlich, aber würde das jetzt nicht gehen?
hier? Warte, warte. Genau, hier bin ich hin. Um an. Und jetzt kommt der Bottenmann. Am Strom angemacht. Finde der nicht gut. Marianne, bitte laufen Sie hier hoch. Genau. Sollte das hier auch funktionieren. So. Die Dienungsanleitung. Misst den Wasserstand in der jeweiligen. Das Ding misst das. Und. Noch tiefer. Das Ding und das Ding. Die bewegen. Okay, let's get a lay of the land. Okay, Pumpstation Übersicht. Westliche Kammer, Ventiltank 1, zentrale Kammer, nördlicher Ausgang, Kontrollraum, östlicher Vorkammer, Ventiltank 2. Damit kann ich jetzt voll viel anfangen. Zumindest steht's hier. Es passiert halt nichts. Müsste doch irgendwas passieren, wenn ich hier wild dran umdrücke, oder? Bin ich doch falsch. Rätsel, ja genau, Rätsel. Ist mir ein Rätsel. Geisterwelt ist halt nichts. Gar nichts. Soll doch irgendwas passieren, wenn ich hier wild an den Knöpfen rumdrücke, oder? Bin ich falsch? Bin ich hier falsch? Ich kann auch nur die Knöpfe drücken. Irgendwie passiert halt nichts. Müsste ja irgendwas passieren. Fehlt mir irgendwas? Das ist halt jetzt die Frage. Ja. Thank you.
Ich hab halt... Warte mal. Ich hab da so eine Idee. Ich hab halt kein Schild, ne? Mit Schild würde ich da durchkommen. Da ist doch was. Warte mal. Nicht vielleicht. Vergessen, komm ich nicht hin. Geist wandeln. Was? Verbringe 10 Minuten außerhalb deines Körpers. Ui, cool. Wie komme ich an diese Energie? Will halt auch nicht hier hochsteigen, ne? Das sieht so aus, als kämen sie hier hoch. Aber ich versuche mal was anderes. So, hatten da nämlich noch ein Apple. Was hier? Jetzt ja. Eine Insel. Ja, hier komme ich dann hin, sobald das Wasser abgedingst wurde. Okay. Gut, jetzt können wir nämlich zur anderen Treppe und durch den Mottenschwarm dadurch. Aber es fühlt sich jetzt nicht so an, als hätte ich damit irgendwas erreicht. Thank you.
sich. Ja, jetzt habe ich mich kurz gefreut. Aber wie komme ich? Da ist ja nichts mehr. Mir da nur neue Energie holen. So auf Deutsch gesagt, so, du bist jetzt in einer Sackgasse. Aber damit du weiterkommst, lassen wir dich mal raus.